Och, was kommt denn da daher? Style und Beat leicht wunderlich. Ein Rucksack voller Zaubertricks. Hoppla, hey, das bin ja ich. Hat jemand mein Tattoo gesehen? Ich find's gerade nicht. Krummes Kreuz, sturer Kopf, meine Haltung, meine Sicht. Ich zieh heut mein Kajak raus und gleit ein Stück Fluss auf. Ich mach jetzt eine Einführung. Okay, mach mal eine Einführung. Also. Stell uns mal vor. Das ist die Ronja. Hi. Ja. Das ist der Rüde, das ist der Flo, ich Hallo. Bin der Peter. Wir sind Sportfreunde Stiller und wir treffen dich heute bei Diffus im Cocodrillo oder so. In Berlin. Ja, genau. Wir sind vier Bayern in Berlin. Das ist toll. Und wir haben uns sehr gefreut, dich heute kennenzulernen, was wir jetzt dann machen quasi hier in diesem Gespräch. Und ihr habt ein neues Album und es kommt relativ bald raus. Das heißt, ihr seid jetzt furchtbar aufgeregt und müsst ganz oft die gleichen Fragen beantworten, oder? Nee, eigentlich nicht so, weil in der Zeit hat sich ja dieses ganze Promo-System so geändert. Wir sind ja nach den 5 Jahren Pause sind wir wieder in einer neuen Musikwelt aufgewacht. Früher war es ja so, dass wir vor dem Album ein paar Wochen lang so geballt von früh bis spät Interviews gegeben haben. Und dann kam es schon vor, dass sich's hier und da wiederholt hat. Aber mit jedem Menschen wurde es ein neues Interview. Bloß heutzutage ist es so, dass wir über Monate hinweg Zoom-Interviews machen und kaum Menschen treffen. Und deshalb ist es total schön, mal da zu sitzen mit einem Menschen, von dem Fragen gestellt zu bekommen. Und im Übrigen wiederholt sich eigentlich selten was, tatsächlich. Wieso habt ihr denn überhaupt 5 Jahre die Klappe gehalten? Ich kann kaum 5 Minuten die Klappe halten. Das ist beeindruckend. Ich glaube, da war ich so ein bisschen der, was heißt ich glaube, ich weiß, ich war, ja, super, ich war der danke. Grund. Aber jeder durfte privat weiterreden. Also das war jetzt nicht so, dass jeder 5 Jahre die Klappe gehalten hat. So. Ich habe nur damals irgendwie gesagt, jetzt ich brauche einen Cut. Ich mag jetzt nicht mehr spielen und nicht mehr bandmäßig unterwegs sein. Habt ihr euch gestritten? Nee, ich glaube, es wär nötig gewesen, wenn wir uns gestritten hätten, um Sachen auf den Tisch zu legen, die wir nie offen besprochen haben. Vielleicht hätte das geholfen nach der Pause, die er uns so weit entfernt hat voneinander, dass offenbar der Peter dann doch wieder Sehnsucht hatte nach uns. Ich war jetzt nicht super happy in der Pause durchgehend. Es hat schon immer da so rumgewabert, so scheiße, da ist ja noch eine Band und die Band ist ja auch eigentlich toll und so. Nur wie kommen wir wieder zusammen? So mit jedem Tag, der da weiter in Stille quasi vergeht, wird es ja irgendwie schwieriger anzuknüpfen. Unser lieber Manager, der Marc, hat dann irgendwie schon gesagt, hey, wollt ihr euch nicht einfach mal treffen? So mal easy treffen, Kaffee trinken und so. Und dann haben wir das 3-mal gemacht und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, dass ich mir dachte, okay, jetzt entweder kann man es so auslaufen lassen, was aber total schade wäre, oder wir treffen uns und probieren nochmal, was ist denn eigentlich, was uns verbindet? So, wie wäre es jetzt, wenn wir unsere Musik mal wieder spielen oder wie fühlt sich's an? Und dann haben wir uns entschlossen, dass wir das machen. Und zum Glück hat sich's dann einfach gut angefühlt. So. Das heißt, ihr habt die 5 Jahre auch nicht gespielt, also nicht nur kein neues Album, sondern auch nicht gespielt. Wir haben als Band nichts gemacht. Ja. Aber jeder, genau, jeder hat natürlich schon versucht, irgendwas umzusetzen. Also ich war... Du hast weiterhin kreativ als Künstler. Der Rüdiger hat ganz woanders hingeschaut in Startup-Unternehmen, wie er sich da zurechtfindet. Und der Peter hat halt versucht, seine Energie wieder zu finden. Und wo hast du hingeschaut? Wie ist das gelaufen? Sag mal. Bist du jetzt Startup-Millionär? Nee, aber ich habe sehr viel Spaß mit einem Team, das ich mit 2 anderen zusammengestellt habe und mit dem, was wir da bauen. Es ist halt schön, was neben der Band zu haben. Und auch wichtig, mit der Zeit so irgendwas anderes kennenzulernen. Startup ist ja auch ein riskanter Beruf, da muss man lieber was Solides lernen wie Künstler. Genau. Genau. 5 Jahre sind eine lange Zeit und da kann natürlich, ich bin da einfach nur rausgerannt und habe alles Mögliche versucht und mir angeschaut und ein bisschen bin ich auch weggelaufen von dem, was so war und wollte mich einfach nicht umsehen, weil es mir schon wehgetan hat, nicht auf Tour zu gehen und mich von diesem Rhythmus zu lösen. Das war halt ein sicherer Hafen. Nicht mal ein Hafen, weil mit einer Band musst du ja auch immer alles neu bauen, immer alles neu denken und drum ringen, was man macht. Und es waren auch anstrengende Zeiten, aber halt so ein System, in dem wir unterwegs waren, wo man wahnsinnig viel zurückbekommt. In welchem Leben hast du eine Crew? Und das ist halt so geil. Ich bin mega neidisch auf euch, weil so Lesereisen sind immer super einsam. Du bist immer allein in irgendwelchen Städten, du musst allein vor irgendwie alles machen. Mhm. Und ihr habt irgendwie immer die Band und diesen Kontext. Und mir ist auch vorher eingefallen bei dir, nachdem ich irgendwie mein erstes Buch geschrieben habe, ich bin auch ziemlich gecrashed und war in der Klinik und war depressiv und alles Mögliche. Und dann war der Druck aber für das
für den zweiten Roman riesig groß. Habt ihr diesen Druck jetzt auch, weil quasi die Zeit dazwischen so lang war? Oder macht ihr euch den einfach nicht? Nachdem wir so lange weg waren, haben wir jetzt irgendwie keinen Anschlusspunkt, kein Album, das wahnsinnig gut funktioniert hat, sondern das ist ja eher wie ein Comeback oder ein Neustart tatsächlich. Noch dazu, weil ja das Konsumverhalten der Hörer sich grundsätzlich verändert hat und wir somit, wir haben es ja vorher angedeutet, in einem völlig neuen Umfeld jetzt uns wieder irgendwie setzen mussten. Also Druck habe ich gar keinen verspürt, eher wahnsinnige Freude und Spaß, dass es wieder weitergeht. Aber letztlich, die Pause war ja eigentlich nur 3 Jahre. Wir haben nach außen hin natürlich 5 Jahre sind wir weg gewesen, haben aber die letzten 2 Jahre gearbeitet. Und du dann arbeitest trotzdem. Und ich wusste ja nicht, ob es weitergeht, oder Rüde und ich. Es war irgendwie immer in Peters Hand. Deswegen war das ein sehr vager Zustand. Ich weiß nicht, ob das bei dir ähnlich ist, wenn du Bücher schreibst, ob du dann mal sagst, ich habe keine Ideen, ich bin völlig leer und ich habe keine Ahnung, ob ich jemals wieder einen Punkt finde, wo ich Geschichten schreibe, erfinde oder... Ich schwör mir eigentlich nach jedem Buch, dass ich nie wieder eins schreibe. Weil es so ein Kampf ist. Es ist so ein Kampf und vor allem ist es bei Romanen ist halt irgendwie auch so Kurzstreckentexte, die du ja auch ein paar kennst, so die machen Spaß, aber so ein Buch, du änderst irgendwas auf Seite 80, musst alles davor ändern. Ich bin sowieso nur ein Kurzstreckenläufer und muss diesen Marathon machen. Aber ich habe dann irgendwie auch, wenn es dann rauskommt, das ist alles so toll und es kommt raus und super. Und dann habe ich so, wie so Frauen, die so Geburtsamnesie haben, die vergessen, wie schlimm so eine Geburt war, damit sie noch ein Kind kriegen. Das habe ich dann irgendwie bei, und dann schreibe ich wieder so einen bescheuerten Buchvertrag, muss ich wieder ein Buch schreiben und finde es wieder ganz, ganz schlimm. Aber ich gehe eigentlich super gerne auf Tour und sehe dann Leser und so ein Buch in der Hand zu haben, so schon ziemlich einzigartig so. Ja, komischerweise bei mir, alles, was mir noch vor der Pause, also als es bei uns nicht gut lief, Energie geraubt hat und ich anstrengend fand, ich mir so einen Kopf gemacht habe, Angst hatte vor irgendwie Auftritten oder sowas, gibt mir jetzt Energie. Das ist echt erstaunlich, wie sich's irgendwie so gedreht hat. Und da spielen, glaube ich, viele Sachen eine Rolle. Erstmal so Pandemie, dass plötzlich einfach das nicht mehr möglich war, hat bei mir total viel relativiert. So. Jetzt denke ich mir so, boah, jedes Konzert, das wir spielen, ist einfach nur so, yes, so, das hat jetzt geklappt und das hat hingehauen. Und früher, wenn du mich in so einen kleinen Backstage-Raum reingestopft hättest, ey, ich wäre durchgedreht, so, ey, ich will nicht, ich muss da raus und so. Und jetzt denke ich mir so, mein Gott, cool, jetzt hocken wir halt beieinander und so. Und dann spielen wir danach ein Konzert. Ich habe nichts gemacht so, aber es hat sich so ergeben und darüber bin ich total dankbar und glücklich so. Also in der Krise kann man sich irgendwie auch in Gesellschaft sehr, sehr einsam fühlen. Ich glaube, das ist mit das schlimmste Gefühl daran, dass man den Eindruck hat, die Welt um einen herum ist gleich geblieben, nur man empfindet sie nicht mehr so. Man hat nicht mehr so den Ankerpunkt und irgendwas hat sich gedreht, aber es kann auch wieder einrasten, so wie bei dir jetzt. Aber ich fand, Pandemie war irgendwie auch, du wurdest halt zum Stillstand gezwungen. Das ist, glaube ich, bei euch gar nicht so schlecht gewesen. Ihr habt wahrscheinlich das meiste während der Pandemie dann auch geschrieben, oder? Ja, für uns war es mehr oder weniger Startschuss, die Pandemie, mit der Erlaubnis, dass man geschäftlich arbeiten darf, haben wir uns da zurückgezogen in einem einsamen Ort in Niederbayern, so ein Haus gesucht und da an den neuen Liedern gearbeitet. Also für uns war das eher wieder so ein Zusammenkommen. Darf man ja fast nicht sagen. Also wir haben wirklich auch Freunde erlebt, die ihre Existenz verloren haben, die umschulen mussten. Und das war ja tragisch für die Kultur im Allgemeinen, total schlimm. Gott sei Dank kennen wir ein paar, die wirklich gute Ideen hatten. Aber wir haben auch Leute straucheln und fallen sehen. Ja, vor allem viele kleine Clubs und sowas sind dahin. Und jetzt seid ihr auf Tour. Wie lange noch? Wir haben jetzt ein paar Nachholkonzerte. Also heute in Rostock, dann sind wir noch in Dortmund, weil mich hat es erwischt mit 2 Balken auf einem Test, was ja auch irgendwie absurd war. Spürst nichts und merkst plötzlich auch. Das schaut aber schlecht aus vom Mann von der Freiwilligen Feuerwehr halt. Der da hinten, hat er gesagt. Genau. Bei dem da hinten schaut es nicht gut aus. Bei dem da hinten schaut es aber nicht gut aus. Und wie, das kann nicht sein. Heute Abend ein fettes Konzert, die ganze Woche ausverkauft. Hey, ich muss spielen. Ich mache jetzt keinen Scheiß, Budi. Aber er hat halt einen Scheiß. Aber, anderer und, Test. Aber das finde ich, das ist ja sowas Krasses. Dieses Fragile, dass man wirklich nicht mal weiß, ob man am Abend spielen kann. Es hat ganz schön viel zerrüttet, was da war. Also so diese ganze Pandemie und dieser Prozess, sich daran zu gewöhnen, dass nichts planbar ist. Vor allem, wenn du nicht fest angestellt bist, wenn du selbstständig bist und aber auch Menschen inspirierst und Menschen zusammenbringst und auch von den Menschen lebst, also auch emotional lebst, aus so einer Willkür heraus.
gefühlt, weil du das falsche Schnaufall gemacht hast. Genau, ja, weil da halt ein zweites aus Strichlein allem ist. Einfach so weggekegelt wirst, als wärst du nichts. Das ist... Dieses Urvertrauen ist dann halt irgendwie so ein bisschen weg von diesem, das ist halt alles... Alles ist vage und alles ist irgendwie provisorisch und nichts ist mehr so in Stein gemeißelt, was irgendwie, wenn man sich richtig viel Mühe gibt, vielleicht befreiend wirken kann, aber meistens vor allem nervig ist. Genau. Es hat sowas natürlich Willkürliches und dann auch gleichzeitig so, hat es schon so eine Mehrdimensionalität, so, hey, wir alle können ja heute Abend nicht feiern. Das bin ja nicht nur ich. Das war für die ganze Woche, also ein paar tausend Menschen. Und die Leute, die herfahren, der Bus, der da parkt, die ganze Crew, alle so, was? Stopp. Ach, der Rüde hat einen negativen Test. Positiv. Und dann einen positiven Test, also ein negatives Ergebnis, also ein positives. Es war scheiße. Und dann stehe ich so da und so, sorry, ich. Und, Trottel, und, was steckst du dir auch an, du Vollidiot? Genau. Und, auf die Gesellschaft übertragen, was es eigentlich bedeutet, dass man nichts mehr planen kann und was es bedeutet, wenn in der Kunst und in der Kultur und in all dem, wo halt Liebe, Inspiration und Dinge entstehen, große Momente entstehen, wenn man das einfach so wegkickt. Genau, das war schon so ein Gefühl, so, wo ich mir dachte, boah krass, also ich hoffe, wir kommen da raus. Dieses Provisorische und das Wackelige ist jetzt irgendwie auch politisch wieder so zu spüren. Also ich bin irgendwie so in so einer Merkel-Müdigkeit groß geworden, wo irgendwie Politik was war, was halt irgendwie andere machen und alles lief so dahin. Es ist alles irgendwie vage und nichts ist auf nichts mehr so richtig Verlass. Mhm. Das ist schon irgendwie ein anderes Zeitalter. Ich wollte jetzt nur ganz kurz vielleicht nochmal sagen, ich finde es super wichtig, dass man auf eine Pandemie reagiert und will mich irgendwie da schon klar positionieren dafür, dass die Gesellschaft sich auch gegen das Virus wenden musste. Aber mir hat die Solidarität der Gesellschaft gefehlt, für Künstler zum Beispiel. Glaube ich auch. Ich glaube aber auch, dass so viele einfach so, dass viele das Gefühl haben, kurzfristig, dass Kunst so das Erste ist, was man weggeben kann, ja, weil das auf das kann man am leichtesten verzichten. Man braucht auch geistiges Futter. Man braucht irgendwie, ihr habt ein Lied geschrieben, was so der Wächter irgendwie was super tröstlich ist. Und ich glaube, das ist die Aufgabe von Kunst und die ist mega, mega wichtig. Viele sind irgendwie einsam im Lockdown gewesen. Oder in irgendwie einer toxischen Beziehung oder keine Ahnung. Und ich glaube, gerade da irgendwie tröstliche Lieder zu hören, also natürlich hilft das. Mhm. Natürlich ist es wichtig. Und man kann es nicht einfach weggeben. Genau. Das funktioniert nicht. Ja, ja. Oder wenn, dann funktioniert es kurzfristig und dann fehlt halt was. Die Verbindungen, die entstehen, entstehen durch kunstvolle Prozesse. Und Musik ist ein Vertreter, es gibt viele Vertreter von dem. Und es findet auf... in einer Öffentlichkeit statt, in der Begegnung. Und gerade in der Zeit, wo wir ja auch dann fragil werden, auch als Gesellschaft, uns auseinanderdividieren lassen, auch leider Gottes, ob das jetzt Musik ist, ob das bildende Kunst in Ausstellungen sind, ob das Bücher sind. Kunst fordert ja und fördert ja den empathischen Blick auf uns Menschen. Zärtlichkeit, und somit auch, die sonst ein bisschen abhanden geht. Genau, und somit auch auf die Demokratie, die ja so ins Wanken gerät. Und dazu sagen, das ist nicht systemrelevant, ist total blauäugig und bescheuert eigentlich. Ich glaube einfach, wie bei Konzerten mit anderen Leuten mitzusingen oder sowas, gibt einem mega viel. Ich meine, man kann viel über eure Lieder sagen, aber man kann sie alle gut mitsingen. Alle. Und alle gut mitgrölen. Ich habe auf meiner Playlist, meiner Autofahr-Playlist, ist immer noch Applaus, Applaus. Es kommt immer noch. Hattet ihr das Gefühl, als ihr die geschrieben habt? Das hatte ich, als ich Ellen sich geschrieben habe, auch während dem Lockdown. Mir kamen irgendwie die Probleme meiner Protagonisten, so alles kam mir so banal vor. Kam es euch irgendwie komisch vor, irgendwie, weiß ich nicht, ein Liebeslied zu schreiben, während irgendwie in Bergamo Leichen abtransportiert werden? Hattet ihr so das Gefühl, das ist komisch gerade? Nee, oder? Eigentlich nicht. Also, uns war ja schon bewusst, dass das, was passiert, die Pandemie, dass das irgendwie Einzug hält in unsere Texte. Wir haben ja tatsächlich ein ganz, ganz klassisches Pandemielied geschrieben, das heißt Zombie, das ist als Bonustrack auf dem Album. Vor allem in Fragen von, welches Lied veröffentlichen wir als erstes. Wir haben das Lied I'm Alright. Und da ging es kurz tatsächlich um die Überlegung, darf man in den heutigen Zeiten, und da war Russland schon einmarschiert in die Ukraine, mit so einer positiven Message nach außen treten. Und wir fanden es sogar unglaublich wichtig, dass wir uns immer wieder neu orientieren und sagen, nur mit Kraft können wir diese Krisen bewältigen. Und nur wenn wir uns gegenseitig stützen. Und das Lied I'm Alright hat ja eh dann so ein Anti-Body-Shaming-Thema, wie ich es gerne nenne. Jeder zieht ein bisschen was anderes aus dem Lied.
Und na klar, ich kann ja nur mein Bestes geben oder den vollen Input geben, wenn ich mit mir selber im Reinen bin. Glaube ich auch. Es ist nicht nur erlaubt, es ist, glaube ich, sogar richtig nötig. So, es ist, nützt irgendwie niemandem, wenn man irgendwie solidarisch mitleidet bei allem, sondern man braucht die Kraft und irgendwie dieses, so wie im Flugzeug, wo du dich irgendwie als erstes um dich selbst kümmern musst, bevor du dich irgendwie um alle anderen kümmern sollst, wenn es abschmiert. Funktioniert es halt anders nicht. Schönes Bild. Den einzigen Fallschirm. Gib her. Viel Glück. Ciao. Bye bye. Setzen Sie die Maske erst sich selbst auf, dann anderen. Das passt auch in der Pandemie. Ja, genau. Vielleicht noch dieses Ding, man braucht ja irgendwie erstmal, man muss sich ein bisschen um sich kümmern, um in eine Kraft zu kommen, um in Aktionen treten zu können, die einem dann wirklich einen Trost geben. Das ist ja auch zum Beispiel mit der Ukraine so ein Thema. Man kann halt dastehen und zuschauen und versinken in einer Angst. Oder man kann halt schauen, wie man hilft. Ich glaube auch, dass Aktionismus nicht nur anderen, sondern auch einem selbst hilft. Ja, genau. Ja, voll. Ja, absolut. Ich glaube, deswegen ist, glaube ich, auch sowas wie, hier war diese riesige Demo ziemlich zu Kriegsbeginn. Und es war schon irgendwie auch dieses Gefühl von Solidarität und irgendwie haben irgendwie gerade, ich meine, der eint ja den Westen gerade, Putin, dass wir so alle so ein gemeinsames Verständnis von Europa haben und so. Es ist schon, es hilft. Was tröstet euch denn? Was spendet euch Trost? Mir geht's eigentlich gut, wenn ich es schaffe, mal so News und Nachrichten und alles, was draußen passiert, so mal so schön bewusst zu verdrängen. Also ich finde, da ist es auch echt erlaubt und gewünscht. Und wenn ich es dann schaffe, so richtig einzutauchen in das, was jetzt gerade ist, dann geht es mir gut. Dann merke ich so, okay, bei mir ist jetzt kein großer Unterschied zu vor der Pandemie oder so, sondern jetzt momentan ist halt gut. Ich glaube, es geht schon echt auch viel darum. Nicht so nach vorne, hey, was wird, wie wird der Winter und so, scheiße, sondern jetzt machen, sein Zeug tun und dann halt weiterschauen. So. Weil du sagst, was gibt euch Trost? Ich glaube, Trost, ich brauche jetzt irgendwie keinen Trost. Also es klingt so, Trost bräuchte ich, wenn ich wirklich einen ganz schlimmen Verlust erleiden würde. Also so definiere ich es jetzt mal. Mhm. Den hatte ich in meiner Kindheit stark zu verarbeiten, den Verlust. Und aber jetzt in der heutigen Zeit, ich bin eher aufgewühlt aufgrund der Gemengelage, die da ist. Und dann brauche ich Ablenkung. Und das finde ich, wenn ich einmal in der Woche zu meinem Fußball spielen kann, super. Aber wirklich, wo ich mich wirklich dann wegbeamen kann, ist in Büchern. In Büchern verschwinden. Das finde ich total für mich jetzt der Ausgleich, der mich da aus der laufenden Auseinandersetzung mit der politischen Lage und mit der Pandemie so loslöst und wo ich dann da drin so abtauchen kann. Und was gibt dir Trost? Was gibt dir Trost? Und jetzt sag nichts verkehrt. Naja, also ich stelle mir dann vor, in solchen Momenten, was ich mir wünschen würde, was andere für mich tun. Ja, wenn ich mir vorstelle, ich lebe in Stormir und mir ist kalt oder vielmehr meinen Kindern ist kalt, dann würde ich mir wünschen, dass irgendwie Wäsche kommt. Oder ich habe ein insulinkrankes Kind oder ein zuckerkrankes Kind, das Insulin braucht, weil sonst stirbt es in 4 Wochen. Dann wünsche ich mir, dass Insulin kommt, weil die Medikamentenvorräte zerbombt sind. Dass mir irgendjemand den Scheiß schickt, der davor normal war. Aber ich weiß, was dir selber persönlich Trost und gute Laune und Wohlfühlen schenkt, weil du immer ultra beseelt in Turbus einsteigst, wenn wir dann so losfahren. Weil Rüde ist immer der, wir gehen von der Bühne, Rüde macht schnell duschen oder nicht duschen, anziehen so und dann geht er raus und dann redet er mit Leuten so. Und das ist, glaube ich, dein Ding. Ja, connecten. Connecten, Leute treffen, auflabern und dann im letzten Moment in den Turbus reinspringen und dann so ein Strahlerüde. Wie sieht so ein Turbus von innen aus? Ich habe noch nie einen Turbus von innen gesehen. Was passiert da Spannendes? Ja, neulich hatten wir den geilsten Turbus ever. Da war nämlich hinten so eine also so ein Doppelbett, so eine Lounge mit eigenem WC. Und das war natürlich so, wie alles so rein. So. Und ich gleich so, da liegt doch eigentlich der Sänger drin, oder? Also es ist doch so die Sänger-Lounge.
habe ich eigentlich gedacht, habe ich mir aber nicht getraut, gleich zu okkupieren. Und dann hatten wir eine sehr lustige Situation, da haben wir nicht mit der ganzen Crew und alle halt eine Verlosung gemacht, die dann Flo durchgeführt hat, so mit Zettel ziehen aus der Chipstüte. Das Lustige war, wir haben gesagt, wir ziehen jetzt einen Namen und der darf da hinten schlafen. Und das fand man aber dann langweilig, wenn der erste Zug schon bestimmen würde, wer in dieses Zimmer kam. Also der letzte. Und dann haben wir gesagt, der letzte und der erste Name war meiner. Oh. Und dann war ich noch das erste gleich raus. Der zweite war meiner. Ja, ich glaube, die Vorstellung, dass im Tourbus wahnsinnig... Das ist so ein sagenumwogener Ort. Genau, ja. Und ich sage dir, es wird einfach nur Papier getrunken. Es ist ultra romantisch so. Wir fahren meistens so um, was weiß ich, 1-2 in der Nacht los. Da kommen halt die ganzen Lemminge da rein, so alle so mehr oder weniger bedüdelt, so die Crew so fertig mit der Arbeit, so jeder macht sich dann seinen Drink auf, dann wird halt Sound angemacht und dann hängen wir da unten ab, so. Und der Bus fährt halt durch die Nacht in die nächste Stadt. Ich will am Tag mitkommen, das klingt ja mega. Und das ist wirklich super. Und dann hältst du halt da so, ja, komm mit. Bis du halt nicht mehr kannst und dann gehst du halt irgendwie hoch und legst dich in deine Koje. Und es bleiben halt immer so ein paar, die typischen Versprengten sitzen halt ja, fünf. Ja, genau, wenn man den fünf dann auch, aber unten nochmal irgendwie gebumpelt wird. So Schnauze, wir wollen schlafen. Ja. Also vor kurzem war ein wirklich toller Moment, da haben wir unseren Mischer, den Detlef, der kann wunderbar Klavier spielen und der spielt, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, 400 Lieder aus der Popmusik auf dem Klavier und singt dazu. Und das, der hat einen eigenen Namen, das ist der 30F. Und wenn der auftritt, dann ist wirklich ziemlich was los. Und den haben wir im Tourbus dann ein Klavier hingestellt und im Tourbus hat er dann bestimmt 2-3 Stunden so seine Lieder geschmettert und wir natürlich mit. Das ist dann schon was Besonderes. Das ist Tourromantik. Ich würde gerne noch versuchen, einen Bogen zu spannen und eine Frage zu stellen. Und zwar, weil du gefragt hast, was tröstet euch? Uns wurde zugetragen, dass ein Freund von unserem musikalischen Freund an Depressionen litt. In der Zeit haben wir das überhaupt nicht mitbekommen, obwohl wir eigentlich gefühlt schon ziemlich oft gemeinsam unterwegs waren. Ja, um nicht nur Trost zu spenden, sondern um zu vermitteln, hey, man kann den Menschen begleiten, ich meine, ins Gehen kommen muss er selbst. Und wir haben schon so Anlässe, so Musik zu schreiben, um Trost zu spenden, um unterstützend zu wirken, um die Hand zu reichen. Ist es auch dein Begehr, wenn du ein Buch schreibst, dass du irgendwen dadurch Kraft spenden willst, unterstützen willst? Ich glaube schon, aber ich glaube, es ist bei mir eher ein diffuses Zielpublikum quasi. Ich habe jetzt zum Beispiel bei dem letzten Buch, da kommt eben auch eine 15-Jährige vor. 15-Jährige und eine Ältere, beide wollen sich umbringen. 15-Jährige springt von der Brücke und landet vor dem Auto und ist aber nur leicht verletzt. Beiden sind auf einer Reise, so ist kurz. Ich hatte sehr, sehr oft, weil ich früh sehr offen über Depressionen gesprochen habe, weil ich auch denke, das ist eine Volkskrankheit, keine Künstlerkrankheit. So. Und man kann da eigentlich ziemlich offen drüber sprechen. Es wird jeden 10. Menschen eh irgendwann mal heimsuchen. Ich glaube, ich hatte da so als Zielpublikum mich früher, dass mir das wahrscheinlich geholfen hätte. Und tatsächlich sind auch so Instagram-Nachrichten von irgendwelchen 15-Jährigen, die mir dann schreiben, so wegen dem Buch konnten sie irgendwie mit ihren Eltern drüber sprechen oder sonst irgendwas. Das ist schon so mit das Größte. Also das ist geiler als irgendwie eine gute Spiegelbesprechung oder sowas. Ist dann so etwas. Oder ich hatte jetzt irgendwie auch eine Lesung und dann oft nach Lesung kommen irgendwie Leute auf mich zu und sagen irgendwie, was ihnen geholfen hat und sowas. Und diese ganzen kleinen Feedback-Mosaike setzen sich dann irgendwie zusammen zu so, für wen schreibe ich ja eigentlich? Mein bester Freund war lange zuckerkrank, hatte dann Nierenversagen, Dialyse, alles neue Organe nach 10 Jahren warten. Und wenn ich jetzt schreibe ich einen großen Artikel darüber, über seine Geschichte, die heißt Martin lebt noch. Und das ist dann so sehr, sehr direkt. Oder dass ich zum Beispiel auf Lesungen ganz oft Organspendeausweise verteile. Mhm. So. Solche Sachen sind dann konkret, aber es gibt schon noch diese unkonkreten, wabernden Rezipienten irgendwie. Wie ist es denn? Wisst ihr bei jedem Lied, für was ihr es geschrieben habt oder was der Auslöser war? Habt ihr noch ein Beispiel von der Platte? Also oft beschreiben wir eigentlich nur ein Gefühl oder versuchen irgendwas zu erhaschen, was uns bewegt. Aber gut, wahrscheinlich Liebeslieder, da denkt man wahrscheinlich an eine bestimmte Person, auch wenn sie dann universell gelesen werden. Ja, Liebe ist, wenn jedes Liebeslied Sinn macht. Ja. Genau. Und nichts zu kitschig ist. Ja, es gibt natürlich ein paar. Wenn Pathos recht hat, ja, das genau. Ist Liebe. Lustigerweise eigentlich ein neues Lied auf dem neuen Album, das eher der Angst gewidmet ist. Und diese Vorstellung, die Idee hatte der Peter total inspiriert durch tatsächlich ein Fußballspiel, das er gesehen hat. Der Ibrahimovic stellte sich vor einen jungen schwedischen Mitspieler, um den zu schützen vor in einem Wortgefecht.
Und dieses Bild, oder, hat dich veranlasst, dieses Lied zu schreiben. Der Typ ist ja krass. Sagt er dir was? Ja, ja, klar. Der hat, glaube ich, also ich habe schon gesagt, L.A., nach L.A. gegangen ist oder so, also diese ganze Seite L.A. Times gebucht und einfach nur geschrieben, you're welcome. Das ist einfach von, das ist einfach alles, was er tut, ist einfach so Grandezza. Voll, großartig. Ja, ja, genau. Großartig. Ja. Das ist wie, ein bisschen Mario Balotelli hatte doch auch mal mit sau viel Cash erwischt worden. Irgendwie auf der Straße, im Kofferraum. Und wurde gefragt, warum er so viel Cash hat, hat er gesagt, weil ich reich bin. Ja, okay. Ja, ja, okay. Ja. Was soll ich sagen? Du hast recht. Ja. Aber war es beim Ibrahimovic nicht so, dass er eine Chance ausgelassen hat, ein Tor zu spielen, zu schießen, in einer entscheidenden Situation zugunsten einer persönlichen Rache, die er an einem Gegenspieler verübt hat? Also wie ging dieses Thema? Ja, das müssten wir jetzt weiter erklären. Das andere war die Kurzversion. Ja, genau. Ja, da hat ein Spieler einer auf die Schnauze gehauen, ja, oder? Ja, also Bodycheck gegeben, weil der vorhin seinen jungen Mitspieler irgendwie abgegrätscht hat. So, also genau, das ist jetzt die Langversion gewesen, aber letztlich fanden wir die Vorstellung halt, ich meine, Angst ist, man darf das ja nie und nimmer despektierlich behandeln, und das war uns ja völlig bewusst, nur mit diesem Augenzwinkern, dass es da einen gibt, den großen Bruder, der immer kommt, wenn man irgendwie sich in dieser entrückten Angstsituation befindet. Das fand man halt irgendwie spannend. Ich finde es auch und richtig schön. Angst ist ein mega interessantes Thema einfach, weil Angst ist ja grundsätzlich total gut, weil es ja so da, wo wir Menschen herkommen, ja mal schützt vor aufgefressen werden und so. Also es macht einen ja sensibel für das, was so außen passiert. Aber heutzutage wird halt so viel die Angst missbraucht, halt, um Menschen irgendwo, ja, genau, so irgendwo hinzuleiten. Und das ist halt, das ist schwierig für uns alle. Ich meine, Putin mit seinen permanenten Atomardrohungen und so macht ja nichts anderes. Also da. Und das ist halt, wenn das so, also das betrifft ja jetzt wirklich viele Menschen auf dieser Welt so. Und wenn da mit dieser Angst gespielt wird, das ist schon scheiße einfach. Ich glaube, Angst ist aber auch im Kleinen deswegen so ein interessantes Gefühl, weil es immer eine Reaktion voraussetzt. Also konfrontiere ich, und das nennt sich dann Tapferkeit. Tapferkeit ist ja nicht die Abwesenheit von Angst, sondern das trotzdem machen. Oder ist es Rückzug, oder ist es, Angst ist eigentlich nur ein Startpunkt. Und die Konsequenz der Angst, es kann so gut und so schlecht und so gesund und so ungesund sein. Und sie kann Vermeidung heißen, sie kann Rückzug heißen, sie kann aber auch heißen Neuanfang oder jetzt erst recht oder trotz oder die eigenen Krisen zu überwinden. Also Krise ist ja ein produktiver Zustand, wenn man ihr den Beigeschmack von der Katastrophe nimmt. Zumindest im Nachhinein. Also man schafft sich ja auch so ein Narrativ des eigenen Lebens, indem man zurückschaut und diese ganzen komischen einzelnen Augenblicke verwebt zu einer Identität und einer Geschichte, die man irgendwie ist. Und nichts davon wäre möglich ohne Angst. Also wer angstfrei ist, lebt zu geradeaus dahin. Aber ich glaube, über die Angst hinwegzukommen, das setzt schon auch voraus, oder ein Teil des Weges ist, dass man sich connectet und über die Situation spricht. Solidarität, Gemeinschaft. Also so, das ist, glaube ich, dann auch wiederum heutzutage so ein Ding, so blöd wie dieses Wort irgendwie immer ist. Ich mag dieses Wort eigentlich nicht heutzutage, weil vor Herausforderungen waren wir ja schon immer gestanden. Also ja, hast du ein recht. Weg daraus und ein Weg in diese Blickwinkel, die einem halt irgendwie Perspektiven vermitteln, oder ist sich verbinden, miteinander reden, sich begegnen, in öffentlichen Plätzen, einfach miteinander wirklich sich in die Augen schauen und miteinander reden. Und das ist eigentlich ein Rezept gegen das, was da so passiert, weil die Angst wird im virtuellen Raum, entsteht die. In einer Pseudogemeinschaft. Genau, genau. Ja, wenn alle quasi vor allem rausschreien und dieses Zuhören ein bisschen verloren geht. Ich glaube auch, diese Begegnung, es war, glaube ich, auch mit das Gefährliche an diesen Lockdowns, dass diese ganzen Begegnungen halt weg waren und jeder konnte irgendwie in sein eigenes Rabbit Hole verschwinden, und manche sind halt abgedriftet in Verschwörungstheorien und sowas. Das alles passiert ja halt vor allem dann, wenn du nicht mehr im Austausch stehst, sondern nur noch, und das macht ja der Algorithmus, die Meinung, die du hast, wieder zu bestätigen. Du befindest dich in der Echokammer, und das wird nicht, da brauchst du das disruptive Element von einfach, du triffst Freunde, die anderer Meinung sind, du triffst Menschen, die anderer Meinung sind, du musst dich im Blick, du bist gezwungen, dich in andere reinzuversetzen. Das alles musst du halt nicht mehr, wenn es me, myself und my laptop ist.
Und Probleme hat man immer in der Gemeinschaft gelöst. Es gibt es wirklich so lange schon, dass die Menschen vor unglaublichen Herausforderungen standen, die sie mit neuen, komplexesten Systemen, denen sie begegnet sind. Also im Kalten Krieg, was da passiert ist. Natürlich war vieles Glück, aber irgendwie war es schon auch in einer Form eine Strategie, die dann zum Erfolg geführt hat, dass man Friedensverhandlungen eingeführt hat, dass man irgendwann erkannt hat, hier dieser Weg der Konfrontation funktioniert nicht mehr weiter. Wir brauchen ein rotes Telefon. Wir merken, die Vorwarnzeit wird zu gering, um noch wirklich messbar verstehen zu können, ob wir angegriffen werden. Wir müssen jetzt abrüsten, wir müssen Distanzen schaffen. Konkretisierung. Und dazu brauchen wir neue Verhandlungen, neue Möglichkeiten, miteinander ins Gespräch zu kommen. Heutzutage sagt man immer, es ist heutzutage die große Herausforderung, weil die Probleme seien einmalig. Ich glaube, das Gefühl, wie wir da stehen. Man muss eigentlich zurückschauen. Ich meine, damals ist irgendwie Musik schon getröstet, damals war es schon Atom, damals hieß es schon Who Wants to Live Forever. Genau. Die Menschheit ist ja an sich recht ein redundantes Völkchen. So, es kommt nicht so richtig viel Neues. Es sieht manchmal fresher aus, es gibt Updates, aber im Prinzip same shit, different year. So. Ja, wir haben ja ein Lied darüber geschrieben auch. Gell? Also welches? Früher war schon immer nicht alles besser. Genau. Ungefähr so heißt es. Wann wird alles endlich wieder so, wie es noch nie war? Ja. Genau. Du bringst schon ein paar ganz gut zitierfähige Headlines. Die eine oder andere. Schenke euch. Ich wollte Lieder schreiben, während in Bergamo die Menschen in Leichenwägen abtransportiert werden. Das ist zum Beispiel, fand ich, ein starkes Bild auch. Ich schreibe ein Lied mit euch. Ich wollte eh mal ein Lied schreiben. Du bist doch eh eine Band. Hey, ja, kennst du uns überhaupt? Sag mal ehrlich, kennst du uns überhaupt? Also, ja. Haben wir eigentlich eine Connection? Haben wir in deinem Leben jemals, du hast es vorher erwähnt, dass in einer Autofahr-Playlist. Ja, Applaus immer drauf. Ist allerdings, so ein bisschen muss man sagen, das Lied von mir und meinem Ex-Freund. Deswegen. Der war immer der Fan oder wie und du hast das der Überbleibsel. Ich bin halt einfach aufgewachsen mit euch. Also man konnte euch gar nicht vermeiden, wenn man es gewollt hätte. Hätte ich ja gerne, genau. Ihr wart echt ziemlich unvermeidbar. Also deswegen natürlich. Ich glaube, meine erste Beziehung habe ich irgendwie eine CD gemacht, da war ein Kompliment drauf und sowas. Ich finde Wächter ist ein super schönes Lied. Das ist irgendwie auch so eine Figur, die man sich irgendwie wünschen würde. Oder die ich zum Glück auch viel habe, wenn es irgendwie dunkel wird. Ja, schön. Ja. Hey, das freut mich, weil ich mache mir über Wächter schon Gedanken. Weil, warum? Weil, also was ich kenne, sind so, ich sag mal so, depressive Verstimmungen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jemals richtig depressiv war, weil ich immer von alleine da relativ schnell wieder rausgekommen bin. Aber ich frage mich, ob dieses Lied stimmt für jemanden, der diese Erfahrung kennt. So. Ich glaube, man darf nicht, man musste nicht so wahnsinnig viel Angst haben. Ich hatte auch Angst, wie bei Ende in sich kommt, geht es auch für eine Depression, wo ich auch darum, nee, nehme ich irgendwie was voraus. Oder ich glaube, es ist auch zum Beispiel legitim, sich über Depressionen lustig zu machen, nur nicht über Depressive. Das ist einfach ein Unterschied. Depression ist einfach ein furchtbar unangenehmes, haariges Haustier, was man nie wollte und da irgendwie rumliegt und immer wieder zurückkommt, wenn man jetzt Adoption freigeben will. Und ich glaube, gerade bei sowas, da geht es ja auch, das ist ja nicht dezidiert mit irgendwie, das ist einfach nur so, okay, jemand ist irgendwie da, jemand könnte da sein und den Weg musst du allein gehen. Das ist ja alles wahr da dran. Das ist ja nichts, glaube ich überhaupt nicht, dass das irgendwie unsensibel ist oder so. Wirklich nicht. Echt? Überhaupt nicht. Das ist interessant, dass du da so die Gedanken machst. Ja, irgendwie schon. Ich frage mich immer so, stimmt's von der Atmosphäre und vom Gefühl, das drin ist? Ja. Ich finde es stimmt. Und ich finde ja zum Beispiel auch nicht, dass es zwangsläufig nur punktuell auf Depressionen abzieht, sondern genau, ja, jede Krise eigentlich. Auf die dunklen Zeiten. Ich habe es auch gar nicht so gehört, dass es jetzt nur darum ging. Ihr habt das halt, hast ja gesagt, für jemanden geschrieben, der eigentlich relativ konkret ist. Aber ich finde, das passt für irgendwie jede Krise. Das kannst du jemandem schicken, der krassen Liebeskummer hat. Das kannst du aber auch jemandem schicken, der, weiß ich nicht, gerade beruflich total rumstrauchelt, seinen Job verloren hat und nicht weiß, wer er gerade ist oder sowas. Ich glaube, für alles, was so ein bisschen brachialer und ein bisschen tiefer geht als nur gerade genervt von Allgemeinsituationen sein, ist das ein gutes Lied. Ist das ein schönes Lied. Vielen Dank, sehr schön. Ich möchte auf ein Konzert von euch kommen. Was spielt ihr denn mal in Berlin? Leider erst wieder im Mai. Wir waren in Berlin
Hat mir keiner gesagt. Im, das ja, auch, da kannten wir uns ja auch noch. Ja, oder? Ja. Tragisch. Ist ja alles ganz neu. Ja, alles neu, alles neu. Wann liest du denn mal wieder in München? In München war ich gerade erst, was soll ich sagen? Das zeigt dir, wo warst du denn? Nee, ich wäre da gewesen, ich musste absagen, Corona. Nein, verdammt, Aber wo hättest du den gelesen? Keine Ahnung mehr. Und Nachholtermin gibt es gerade noch nicht. Aber wir werden aufmerksam sein aufeinander jetzt. Kriegen wir hin, ja. Macht ihr eigentlich euer Social selber? Welches Social? Instagram oder so? Ja, ja, also wir müssten, wir sollten. Wir haben uns gestern schon wieder eine Abfuhr eingeholt. Wir haben uns ganz naiv bei der Plattenfirma, wir haben nachgefragt, Instagram-Zahlen, warum sind die denn jetzt nicht so hoch wie bei anderen? Also das ist ja total überschaubar. Dann kamen die einfach am Band, ja, macht halt mehr was. Ja, genau, es ist einfach so, man muss halt auch Sachen posten. Ja, so ist es, genau. Ja, aber wie ist es bei dir? Hast du das? Ist es läuft es bei dir permanent mit, dass du das immer so machst, wenn du irgendwie was machst? Automatisch? Nee, ich habe also erstens, ich konsumiere es halt nicht. Ich schaue mir andere Accounts nicht an. Mhm. Ich brülle einfach nur ins Nichts. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler war oder gut war, dass ich mich selbst so zur Marke gemacht habe. So ist es eigentlich egal, ob ich gerade dieses Philosophie-Magazin moderiere oder ob ich irgendwie Bücher schreibe. So, ist immer alles sehr nah an mir. Man weiß viel über mich und sowas. Ich dachte halt damals, so wie, dass ich irgendwie, als ich in der Klinik war oder sowas, für mich ist es halt irgendwie so ein, ich reiße das Narrativ an mich und wenn ich böse über mich schreibe, kann es kein anderer tun. Ich weiß aber gar nicht, ob das so wahnsinnig gesund ist. Aber ich habe vor kurzem noch ein Schleichnutria-Viech bekommen und da habe ich dieses Viech-Abenteuer leben lassen und mache darüber Storys. Also ich mache einfach totalen Blödsinn auch. Und dann ist es halt kreativer Outlet. Ich meine, wenn ich eh schreibe, dann kann ich mich auch da clever äußern ab und zu. Und ansonsten ist es irgendwie... Ich habe dreimal so viele Follower wie ihr übrigens. Mhm. Ja, kann man darüber nachdenken. Ja, gesehen, ja, aber ich finde schon... Ja. Ich so viele und ihr habt ungefähr wie viel? 70 Millionen Aufrufe von Ein Kompliment auf Spotify? Ach so, da haben wir wieder mehr, ja. Ihr deutlich. Es liegt echt nicht an euch, es liegt an eurer Social-Arbeit. Ihr seid einfach lazy. Ja, wir sind ultra lazy. Aber es macht lazy. Doch keinen Spaß. Vielleicht sind wir auch zu alt. So, ja, na, zu alt kann man ja nicht sein, ist ja Quatsch. Es ist keine Selbstverständlichkeit für uns. Also im Verborgenen habe ich immer Supervisionen dafür, aber es kommt nicht zur Umsetzung. Ja, aber wenn man die guten Ideen hat, dann sind wir auch nicht zu dritt. Dann heißt es wieder so, alleine posten gilt nichts. Also zu dritt soll man posten, aber wir proben. Das stimmt, ja, da müsst ihr immer zu dritt rumhängen, das ist wahr. Scheiße. Führt auch zur Auflösung. Ja. Aber ihr könnt es auch einfach lassen, ihr seid irgendwie, lasst es einfach. Ich fände es viel mutiger zu sagen, nee, einfach nein. So, ihr seid erfolgreich genug, die Platte wird erfolgreich sein, jeder kennt euch, just no. Ja, das wäre gut gewesen, wenn wir es gleich so gemacht hätten, aber jetzt so nach so spät, ja, so richtig so, wir sind mehr. Das billiger ist, ey. Das war immer schon eine Entscheidung. Und jetzt so aber ich wüsste jetzt auch nicht, weiß nicht, bei Element of Crime, was die online machen, keine Ahnung. Ich höre mir trotzdem dann alles neue an. Ich glaube, so wichtig ist es echt nicht. Ja, das stimmt. Aber ich denke mir immer, es könnte so viel Spaß machen und da läge eigentlich so viel drin, so. Wenn das halt irgendwie Einzug ins Leben hält, so. Aber sonst nicht. Aber nein. Aber immerhin, ja. Immerhin wissen wir das Jugendwort des Jahres. Ist es überhaupt das Jugendwort? Welches ist es denn jetzt geworden? Es ist nicht Slash, sondern Smash. Aber Smash. Ich habe halt zum Peter gesagt, hey, Slash. Und da bin ich gemeint, nee. Was sagt man denn, das Smashed? Euer Album Smashed voll? Ja, wir wissen es nicht. Wir haben nur gelesen, dass das Wort ist. Und was ich gehe so weit zu sagen, ich sage sogar, es ist schon gut fuck, so ich insgesamt. Ich sage sogar Turbo Smash. So weit Turbo Smash. Also euer Album Turbo Smash. Krass. Ist es ein Verb oder ein Nomen? Das ist ein Adjektiv. Tatsächlich. Was ist Nomen? Ich kenne mich mit Grammatik nicht so gut aus. Wo ist immer? Ich war gerade bei Affengeil. War das mein Jahr? Sag das andere. Was? Turbogeil? Nee, das Affengeil davor war doch nochmal ein... Smash? Turbo Smash? Das ist kommerziell. Da geht es jetzt sowieso. Das ist ja sowieso so lustig. Ja, wie unterscheiden sich die Verbalisierung der Generationen? Also, kennst du das eine Wort, das ich jetzt hören wollte von dir? Ja. Der Wortgebrauch. Genau. Nein. Wahrscheinlich hätten wir jetzt. Halt, aber normales hätte ich jetzt Tittenaffengeil erwartet. Ach so. Oberaffentittengeil. Genau, so das war doch mal so ein Wort vor 30 Jahren. Stimmt, was ist damit passiert? Das war ein tolles Wort. Und jetzt, wenn du es jetzt sagst, kriegst du ja richtig tolles Wort. Richtig, ja, eigentlich ja. Also, ich meine, wenn ihr ein Comeback schafft, dann schafft das Oberaffentittengeil auch das Wort.
Ja, denkst, oder ja, ist, das, ja, ist ja, die Zeit ja nicht mehr gegeben dafür? Ich versuche es mal vorsichtig in einem Artikel und schauen, was passiert. Wer sagt denn das? Ich meine, da muss ich mir direkt vorstellen, was hat dieser Mensch an und was trägt er für eine Frisur, der wirklich mit leuchtenden Augen sagt, hey Mann, ey, das ist Oberaffentitten geil, was du machst. Also er ist wahrscheinlich älter. Ich glaube, ich muss mal an die jungen Menschen, die das hier gerade schauen. Gibt es noch Oberaffentitten geil? Mich interessiert schon noch was. Das ist natürlich wichtig. Wir haben sehr, sehr viel über uns gesprochen. Und ich weiß, ich weiß es nicht, Ronja, du warst in der Klinik, weil es dir sehr schlecht ging. Klar, das ist ja dann der äußerste Notfall, sich einliefern zu lassen oder eingeliefert zu werden. Ja. Wurde dir da geholfen? Also es war nicht so, dass ich mir das noch aussuchen konnte. Ich war so depressiv, dass ich wirklich mich im Bett nicht von links nach rechts drehen konnte. Ich konnte mich gar nicht mehr bewegen, wenn ich irgendwie zum Kühlschrank wollte, bin ich so hingekrabbelt. Also es war schon wirklich so eine Episode, wie ich sie auch danach nie wieder hatte und hoffentlich auch nicht wieder kriege. Ich bin und werde wahrscheinlich langfristig auf Medikamente eingestellt sein. Das läuft auch so genetische Marker durch die Familie ziemlich auf der mütterlichen Seite durch. Ich bin eigentlich ein sehr, sehr glücklicher Mensch, der in seinem Glück manchmal verhindert ist dadurch. Aber da brauchte ich einfach irgendwie eine Zeit. Ich hatte da eigentlich auch eine große Lesetour, viele Sachen nicht abgeben musste und so. Es ging einfach nicht mehr. Und leider bin ich auch nicht jemand, der dann so präventiv dafür sorgt, dass es mir so ganz gut geht, sondern ich warte, bis Rock Bottom ist und dann setze ich die Stücke wieder zusammen. Und ich glaube, einen Ort zu haben, wo ich das tun kann und wo Leute irgendwie drauf schauen, dass ich irgendwie was esse und nicht irgendwie mich vielleicht ab und zu sogar mal wasche, wenn ich richtig wild drauf bin. Und deswegen ging es mir natürlich nach einer Zeit besser, weil anders als besser wäre einfach, anders ging gar nicht mehr. Und ich glaube, das ist allein das Gefühl von jetzt passiert etwas, jetzt ist Aktionismus, jetzt kann nicht, dieses disruptive Element davon, von du bist woanders, hat schon geholfen, aber es ist kein Alleinheilmittel und natürlich musst du dann irgendwie good hard look irgendwie an dein Leben stellen und schauen, was vielleicht gestört hat oder was man besser machen kann. Ich glaube, dass halt schon eine leichte Depression einen hohen Leidensdruck hat. So, das klingt irgendwie, als wäre man nur so ein bisschen genervt vom Leben und nur weil man sich ständig wieder rausholt, bedeutet das nicht, dass man sich nicht trotzdem Hilfe suchen sollte und einen Wächter suchen sollte, der einem da raushilft. Am Ende muss man es, wie ihr sagt, ja richtig allein schaffen. Aber ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass es zum Beispiel einfacher wäre, an Therapieplätze zu kommen. Es muss ja nicht immer gleich Klinik sein oder dass es vielleicht auch in der Schule ein Schulfach gibt, wo man so ein bisschen auf Mental Health schaut, mit irgendwie, wie spricht man mit Menschen? Weißt du, dass es alles ein bisschen konkreter und in den Mittelpunkt gerückt wird? Weil ich glaube, gerade jetzt nach Corona, wir haben eine ganze Generation an Kids, denen so ein bisschen Jugend und Kindheit geraubt wurde und sowas. Da wird noch so eine Konsequenz davon anrollen, dass man die Infrastruktur auch da irgendwie ausbauen müsste. Und dann würde es vielleicht gar nicht so weit kommen, wenn irgendwie früher sowas, ich meine auch das ganze Meditation, Awareness und sowas, das kann alles was bringen. Und wenn das irgendwie in der Schule einfach mit im Mittelpunkt stehen würde oder irgendwie es Anlaufstellen geben würde, das wäre halt so total. Super interessante Idee. Ja, total, total gute Idee, weil tatsächlich, es gibt auch noch vor einer Therapie oder vor einer Klinik Zwischenschritte. Genau, es gibt diese ganzen Schritte, um vielleicht sich die totale Supernova zu sparen. Ja. Und ich meine, ihr seid wahrscheinlich auch in Bayern zur Schule gegangen. Das ist jetzt nun wirklich Frontalunterricht gewesen und es gab sehr, sehr wenig Dialog und irgendwie über sowas. Wir hatten aber trotzdem die eine, die magersüchtig war, die andere, die sich irgendwie aufgeritzt hat und sowas. Und es wurde alles so totgeschwiegen. Das ist hier in Berlin schon ein bisschen anders, aber gerade da anzusetzen, das wäre, glaube ich, total wichtig. Ja, tatsächlich. Wie führt man ein Gespräch? Wie hört man zu? Genau. Wie, dass es normal wird, auch über das Persönliche zu sprechen und nicht Angst davor zu haben, dass der andere einem sagt, hey, du gehörst ja in die Klapse. Und es wird auch nötig sein, weil es sind so viele Leute, die einfach Hilfe brauchen. Deswegen. Was ich da gehört habe in den Schulen und mitbekommen habe, das ist, die sind so ins Leere gefallen und gerannt und die Schule ist einfach wieder angefahren worden wie so ein einfach so ein Motor, als wäre nichts passiert. Weiter Richtung Verderben. Es gibt keine Therapieplätze, es gibt keine, soweit ich es mitbekommen habe, in Bayern oder in der Gegend, wo ich unterwegs bin, es gibt keine so niederschwelligen Angebote in der Schule, wo man miteinander spricht. Das wäre eigentlich total wichtig. Wir werden zu dieser Diskussion gesellschaftlich früher oder später gezwungen, weil es einfach nötig sein wird. Deswegen kann man es auch einfach jetzt machen. Und bevor irgendwie alle in die Klinik müssen, wäre es gut, wenn wir uns
erstmal anschauen und unterhalten und wissen. Ja, sehr richtig. Ja. Hat dir Musik geholfen auch ein bisschen? Musik hat mir immer geholfen. Ich muss, ich glaube, was bei eurer Musik immer die große Qualität war, so Applaus oder so, dieses Autofahren und ich singe immer mit. Und bei euch kann man extrem gut mitsingen. Das ist so eine Art von, wie Musik total helfen kann. Dann habe ich irgendwie, ich bin ein großer Leonard Cohen-Fan, dass er so sehr, sehr fast ein Lyriker ist, wo die Texte mir total helfen können. Also Musik ist, glaube ich, das Musik und kaltes Wasser ist das, was am verlässlichsten hilft, mal kurz wieder bei sich zu sein, in der Gegenwart zu sein. Der Sprung in den See oder wie? Oder ja, immer ins kalte Wasser. Ja. Ach, metaphorisch und weil das so die Lebensgeister Ja, du bist so geschockt davon. Das steht in meinem Buch tatsächlich, dieser Sprung in dieses kalte Wasser. Nice. Und ich gehe so weit zu sagen, wir sind am Ende, aber ich will jetzt tatsächlich, ich lehne mich sehr weit aus dem Fenster. Ja, lehn dich. Weiter, als ihr alle euch denkt. Ich kündige an, die Ronja wird mit den Sportfreunden 4 Termine spielen. Lesung und danach Musik. So weit gehe ich. Yes. Ohne Abschalten mit irgendwem. Ja, was soll sie machen? Weil du wolltest eine Band haben. Wir wollen mit dir Zeit verbringen und auch deine Bücher hören. Geil. Das könnte doch eine Idee sein. Ja, sehr wir gerne. Machen zusammen. Super. Vielleicht nehme ich es auch wieder zurück. Das dann weiß ich jetzt noch nicht. Dann schreiben wir es raus. Heutzutage ist eh alles unverbindlich. Genau. Wir können es jetzt ausmachen und dann kriegen voll schön. Weg. Und dann ghosten wir. Ich will jetzt mit einem Lied schreiben. Wir schreiben Lied zusammen. Wir schreiben Lied zusammen. Ende in Sicht wird jetzt endlich vertont. Ja, sehr gut. Ende in Sicht wird vertont mit den Sportfreunden Stiller. Bam. Yes. Aber ich fand die Idee so schön teuflisch, aber das gefällt mir. Ja, so wie geil. Jetzt lieben wir uns total, machen große Pläne und freuen uns voll an den großen Pläne. Und dann ghosten wir. Hey, na, wie läuft's euch? Danke. War schön. Das war wunderschön. Nur diese eine Gabel, die uns die ganze Zeit im Auge ist, die ist nicht ganz sauber. Die also die hätten wir nicht austauschen. Aber schau mal, ich male hier so ein Herz.